Das wäre abgehakt. Wie weit noch? Wir nähern uns.
Nein! Oh, brave Mietzi. Meine Güte, eine richtige Katzenflüsterin. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Huh.
Ja, das tut gut, nicht wahr? Das Buch kenne ich noch gar nicht. Ich probiere mal diese Technik.
Besseren kann ich vielleicht zeigen, was ich drauf habe. Dein Enthusiasmus ist lobenswert. Gehen wir auf Schatzsuche. Hier gibt's sicher einen Schatz. Hoffentlich glänzt er richtig schön. Hey, komm schon her! Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Das hilft nicht viel. Yep. Okay. Solange du dich nur schnell entscheidest, ist mir alles recht. Also los. Diese Begeisterung. Ha. Ha. Hey. Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Ach, tatsächlich? Deine Zeit. Komm schon! Macht das dein Leben ein bisschen leichter? Ein bisschen. Komm! Yeah.
Der Kerl sieht knallhart aus. Ich fürchte, da muss ich dir beipflichten. Thank you.
Wie geht es dir? Viel besser als noch vor einer Minute. Ah, wie erwartet. Die erste Tanta klingt wie eine Visionärin. Ja, wie sie die heutigen Tantas wohl finden würde. Da wären wir. Und wer hätt's gedacht, dieses Märchenland ist genauso im Arsch wie das letzte. Nun, wir müssen nur so lange bleiben, bis wir das Herz von ein paar Balchen gesammelt haben. Und welchen Baum soll ich anzapfen? Gute Frage. Der Ratsherr sagte zwar, dass einige Bäume noch Harz enthielten, nur leider nicht welche. Tja, Sie sehen wahrscheinlich nicht so alt aus wie der, den Sie in Sepal haben, oder? Mal sehen. Los, gehen wir auf Harzjagd. Wie schwer kann's sein? Steig auf den Hügel dort. Vielleicht siehst du etwas. Die Ziege lief den Berg hinauf. Wie? Die Ziege? Egal. Bestimmt ist es albern. Mach einfach, dass du da hochkommst. Weißt du was? Vergiss es. Shit, das war nix. Wie schwer kann's sein? Was? Halt mal ganz kurz die Fresse. Okay, also. Der Baum in Sepal war ausgedörrt, stimmt's? Die, die Harz haben, sehen also wohl anders aus. Ich sehe weit und breit nur Stämme, Laub, blaue Stellen. Warte.
Sagte Bob nicht irgendwas mit Blau? Moment, das Blaue im Bauch und die Blumen auch. Das war sein Mantra, oder? Vielleicht ein Hinweis. Oder das sinnentleerte Gefasel eines Irren. Nun tu doch was! Kommst du damit zurecht? Ich werde mein Bestes tun. Du bist mein Volltreffer! Das wird dir schmecken! Gleich gibt's aufs Maul! Für meinen nächsten Trick? Denen zeig ich's! Erfordert mir Abstand. Das hab ich mir fast schon gedacht. Hasta la vista, Baby! Das war ein bisschen mühsam. Nur ein bisschen? Langweilig. Das arme Schloss hatte keine Chance.
Magie löst auch nicht alle Probleme, was? Sonst wäre Ethia ja kaum in diesem Zustand. Stimmt schon. Noch ein Pater. Die findet man wohl häufig. Na, sieh dir das mal an. Gleich tut's richtig weh. Was zum Teufel ist hier passiert? Erst hat wohl die Erde gebebt und dann ist die Schwerkraft ausgetickt. Das passiert, wenn die Macht einer Tanta außer Kontrolle gerät. Das Gelände wird sicher noch schwieriger werden, also Vorsicht. Als gäbe es nicht genug Gründe, sich von der Frau fernzuhalten. Super, das sind ja mal einige. Dann mach doch einfach das Beste daraus. Wie gefällt dir das? Nix da. Ich kann dich eventuell nicht so zuverlässig beschützen wie sonst. Voll. Auf das. Bist du etwa aus Atem? Na, wonach sieht's denn aus, hm? Achtung! Diese Lage erfordert sofortiges Handeln, oder? Halt's Maul, ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Bisschen leichter? Nicht nur ein bisschen. Das hilft nicht viel. Na, das war ja einfach. Das sagt sich so. Weit.
Ich glaube, es könnte eine Walche in der Nähe sein. Okay, mal sehen. Der hier hat auch kein Harz mehr. Nicht die magischen Fertigkeiten sind entscheidend, sondern wofür man sie einsetzt. Ja, danke. Das habe ich mir fast schon gedacht. Gut, dann muss ich mich ja nicht... Das wird genial so. Fertig. Das muss reichen. Dieser Gegner ist ein ganz besonderes Exemplar. Oder ich wollte fehlen. Tu, was du am besten kannst. Alles für dich. Verdammt! Das sollte helfen. Kennst du schon meine Freunde? Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Ach, tatsächlich? Das stimmt weh.
fertig. Mal sehen. Was haben wir hier? In der Burgstadt wimmelte es früher nur so von Leuten. Eines Tages vielleicht wieder. Ohne Tantas. Reif. Keine Sorge. Bestimmt gibt es reichlich andere Leute mit magischen Kräften, die sie für dich töten können. Du fängst dir gleich eine, Freundchen. Was denn? Ich denke doch nur laut nach. Gar nicht wahr. Du willst mir Schuld einreden. Würde mir nie einfallen. Riecht genauso wie die Balche in Sipor. Gut, dann ist bestimmt eine in der Nähe. Das nehme ich mal mit. Ist alles feucht. In dem Baum ist auch kein Harz. Haben wir irgendwas an Bobs Reim übersehen? Das Blaue im Bauch. Und die Blumen auch. Die Blumen. Warte. Er meint Blüten am Baum. Also nicht nur blaue Adern, sondern auch Blüten. Ja, das könnte es wohl sein. Das, oder du wirst langsam so verrückt wie der Alte. Dann finden wir es raus.